Okay. Ja, schön, fangen wir an. Guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich über den Andrang. Ich vermute, es hat sowohl mit dem Thema wie mit unseren beiden Disputanten heute Abend zu tun. Ich wäre auch gekommen. Diese Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die wir seit dem letzten Jahr begonnen haben in der Böll-Stiftung Berliner Disput. Dabei laden wir jeweils zwei exponierte, prominente, renommierte Wissenschaftlerinnen, politische Intellektuelle ein, um zu einem großen gesellschaftlichen Zeit- und Streitthema zu diskutieren. Manchmal sind es auch echte Streitgespräche, manchmal einfach nur interessante Diskussionen, Austausch von Argumenten und Sichtweisen. Heute Abend also Gesellschaft der Angst. Der Ausgangspunkt ist das gleichnamige Buch, das von Heinz Bude vor noch relativ kurzer Zeit in der Hamburger Edition veröffentlicht wurde, hat doch breite Resonanz in den Feuilletons gefunden, viel besprochen. Offensichtlich hat er also mit diesem Buch einen Nerv getroffen. Und wenn man tatsächlich ein bisschen anfängt, darüber zu resonieren, das Buch liest und sich ein paar Gedanken dazu macht, dann fällt doch auf, diese enorme Diskrepanz zwischen dem von außen betrachtet, also aus der Perspektive unserer anderen europäischen Nachbarn gesehen, Erfolgsmodell Deutschland, besser aus der Krise rausgekommen als in sie hineingeschlittert, wirtschaftlich erfolgreich, sozial und politisch doch einigermaßen stabil und diesen grassierenden Angstphänomenen, für die es ja jede Menge Begriffe gibt in unserem gesellschaftlichen, politischen und privaten Vokabular. Abstiegsangst ist so einer der notorischen Begriffe dafür, also Angst vor Statusverlust, überhaupt Verlustängste aller Art. Man könnte verlieren, was man nicht sicher hat, Job, soziale Privilegien, Partner, die Kehrseite von Verlustängsten, Bindungsängste, Globalisierungsangst auch groß, hat groß Konjunktur in der Bundesrepublik, ausgerechnet sozusagen in der globalisiertesten Ökonomien der Welt, Angst vor Versagen, nicht mehr mithalten zu können, Angst vor der Klimakatastrophe, vor Atomkraft, vor Gentechnik, vor Chlorhühnchen. Man könnte sagen, auch zu den Grünen, Ängste pflastern ihren Weg. Der Aufstieg der Grünen ist mit solchen Angstthemen unauflöslich verbunden. Angst, dass uns die Amerikaner in den nächsten Weltkrieg treiben könnten. Angst vor Armut oder Einsamkeit im Alter. Fremdenangst, Islamophobie, Zukunftsangst. German-Angst, inzwischen zum geflügelten Wort, international geworden. Also offensichtlich gibt es da zumindest ein Oberflächenphänomen, über das nachzudenken und zu diskutieren sich lohnt. Aber Heinz Bude wäre natürlich nicht der, der er ist, wenn er sich mit der Oberfläche zufrieden geben würde, nur an den Erscheinungen kleben würde. Der Anspruch des Buches ist schon ein sozialwissenschaftlicher, also Soziologie als Erfahrungswissenschaft. Und um aus der Einleitung zu zitieren, in Begriffen der Angst fühlt sich die Gesellschaft selbst den Puls oder die Phänomenologie der Ängste veranschaulicht, in welcher Gesellschaft wir leben. Das ist ein Anspruch, sozusagen, dass sich über die Auseinandersetzung mit diesen Phänomen der Angst
eine Zeitdiagnose über unsere Gesellschaft treffen lässt, über die strukturellen Veränderungen, Brüche oder Bruchlinien, die wir gegenwärtig erfahren. Also es geht um den inneren Zusammenhang und gemeinsame Muster, die es möglicherweise rechtfertigen, von einer Gesellschaft der Angst zu sprechen. Und genau dem wollen wir heute Abend etwas tiefer auf den Grund gehen und sehen, wie weit diese These tatsächlich trägt und welche Schlussfolgerungen, politische Schlussfolgerungen, wir sind ja eine politische Stiftung, sich aus einer solchen Diagnose ziehen lassen. Heinz Pude muss ich wahrscheinlich genauso wenig diesem Publikum noch ausführlicher vorstellen wie unseren zweiten Gast, Jutta Almendinger. Pude, Soziologieprofessor an der Universität Kassel und langjähriger Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und ebenso wie Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität. Beides führende Vertreterinnen der Sozialwissenschaften, der zeitgenössischen Sozialwissenschaften in der Bundesrepublik und auch sehr profilierte Köpfe in der politisch-öffentlichen Diskussion. Ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ich freue mich auf einen interessanten Abend und gebe jetzt Heinz Pude das Wort für einen kurzen einführenden Vortrag zu den zentralen Befunden und Thesen seines Buchs. Dann gehen wir hier in ein Gespräch auf dem Podium. Und irgendwann wird es sicher auch noch Gelegenheit für Sie geben, sich mit Fragen oder kurzen Kommentaren zu beteiligen. Also, vielen Dank. Professor Pude. Danke, Herr Füchs. Wahrscheinlich geht das. Ja, so, der ist schon da. Ich schließe mal sofort an das an, was Sie gesagt haben. Wenn Sie heute die 55- bis 75-Jährigen in Deutschland nach ihren Kindern und Enkeln befragen, dann sagen etwa 75% der Befragten, dass die eher in eine schwierige Zukunft gehen werden. Wenn man ein bisschen nachfragt, was Sie damit meinen, ist, dass sie der Auffassung sind, dass sie schon ganz froh wären, wenn sie den sozialen Status des Elternhauses, jedenfalls von denen, die in der Mitte der Gesellschaft sich positionieren, erhalten können. Das ist ein eigentlich merkwürdiger Befund. Ralf Füchs hat schon darauf hingewiesen, ich würde das gut verstehen, wenn das Eltern in Italien sagen würden, wo etwa die Hälfte der Universitätsabgänger ohne alle statusgemäßen Perspektiven sind. Ich würde das verstehen, wenn man das in Frankreich sagen würde. Ein Land, was in einer außerordentlich schwierigen ökonomischen Situation befindet, was zum Beispiel dazu führen könnte, dass eine Rechtspopulistin Staatspräsidentin in Frankreich werden könnte. Das würde ich auch verstehen. Ich würde das sogar verstehen, wenn man das in Holland sagen würde, in den Niederlanden, die ja immerhin nach zwei politischen Morden, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, Theo van Gogh und Pim Fortuyn, Pim Fortuyn war der erste, Theo van Gogh der zweite, nicht vernünftig geworden sind, sondern es sogar so weit gebracht haben, dass es kurz davor stand, dass Geert Wilders Ministerpräsident in den Niederlanden werden könnte. Also auch da würde ich es verstehen, wenn man das in den Niederlanden sagt, aber nicht in Deutschland. Deutschland ist, Ralf Füchs hat auch darauf schon hingewiesen, wahrscheinlich das erfolgreichste Land, die erfolgreichste Volkswirtschaft des gesamten OECD-Raums in der Krise, in Antwort auf die Krise von 2008. Es ist auch so, die meisten von Ihnen wissen das, denken Sie etwa an das Jahr 1998 oder 2000, da war klar, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Die deutsche Ökonomie wird das große Problem Europas sein, das waren alle Economist-Leute, waren sich darüber einig. Heute ist es völlig klar, dass Deutschland das wirtschaftlich stärkste Land Europas ist und ich glaube auch, Sie müssen es ja nicht weiter sagen, es ist auch das politisch mächtigste Land Europas.
Das ist eigentlich ein Rätsel. Was ist in diesen 15 Jahren eigentlich passiert? Ich glaube, das ist soziologisch, politikwissenschaftlich. Man muss fast zur neueren und neuesten Geschichte gehen, dass Leute dieses Thema überhaupt nur anfassen. Heinrich August Winkler hat es im letzten Band, im letzten Kapitel des letzten Bandes seines großen Werks, den Langen Weg in den Westen, getan. Es ist ein Rätsel, was in den letzten 15 bis 20 Jahren in Deutschland passiert ist. Ich glaube, dass das Land in zentralen Elementen nicht mehr wiederzuerkennen ist, nach diesen 15 Jahren. Das Erste wissen Sie alle, das ist die Tatsache, dass die Deutschen nicht dem britischen Weg gefolgt sind, zu sagen, wir sind die moderne Gesellschaft, eine Dienstleistungsgesellschaft mit einem fetten finanzindustriellen Komplex. Nein, die Deutschen haben gesagt, das ist immer noch eine Industriegesellschaft. Was sie getan haben, ist, dass sie die Industrielogik zu einer Wissens- und Dienstleistungslogik umgebaut haben. Das ist der Kern des Erfolgsmodells der flexiblen Spezialisierung in der exportorientierten Hochproduktivitätsökonomie, Maschinenbau, Anlagetechnik. Keine Frage. Das Zweite, das ist in den letzten 15 Jahren passiert, das Zweite ist das passiert, was Industriesoziologen die Durchsetzung des Prinzips der indirekten Steuerung nennen. Das heißt, diese außerordentlich produktiven Betriebe haben es geschafft, den Arbeitnehmern die Idee zu geben, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass das Unternehmen auf Veränderungen des Marktes dynamisch reagieren kann. Und das Dritte, das ist ein, wenn Sie so wollen, sozialkultureller Vorgang, der bemerkenswert ist. Noch bis zur deutschen Einigung war die zentrale Loyalitätsreserve der deutschen Gesellschaft meiner Ansicht nach die kollektive Kriegsfolgebetroffenheit. Noch Helmut Kohl konnte sagen, wir kriegen die deutsche Einigung hin, weil wir alle in einem Boot sitzen und unsere Brüder und Schwestern im Osten helfen müssen, weil die auch vom Krieg betroffen waren und vom, wenn Sie so wollen, auch vom Völkermord. Und wir müssen jetzt versuchen, in vereinter Anstrengung die deutsche Einheit hinzukriegen. Diese Loyalitätsressource, diese allgemeine Verantwortung für den Wiederaufstieg, ökonomisch und sozialmoralisch, diese Loyalitätsressource existiert nach dem Jahrgang, sagen wir mal, 1964 nicht mehr. Die neue Formel stammt aus der sozialliberalen Koalition, der Rot-Grünen Koalition, von Schröder und Fischer. Die Formel heißt nicht mehr kollektive Kriegsfolgebetroffenheit, sondern die Formel heißt Steigerung der Konkurrenzfähigkeit. Ich glaube, dass das eine Formel war, die Gerhard Schröder ausgegeben hat, die tief in die Poren der Deutschen eingesunken ist und im Kern die sozialmoralische Ressource dieses ungeheuren Erfolgs Deutschlands in den letzten 15 Jahren war. Und möglicherweise ist das auch das Thema der Angst unserer Gesellschaft. Ich meine nicht die German-Angst, worüber wir immer gerne diskutiert haben, die immer auch den Aufstieg der Grünen, jedenfalls bei Beobachtern von außen, begleitet haben. Die German-Angst gibt es nicht mehr. Die ist vorbei. Tschernobyl, dieser ganze Zeug, ist alles vorbei. Bald immer noch, aber es ist nicht mehr, wir sind nicht mehr die Vorreiter der Angst in dieser Hinsicht. Das wurde uns ja unterstellt. Es ging ja nicht darum, dass irgendjemand Tschernobyl bestreiten wollte, sondern nein, die Deutschen haben besondere Angstpotenziale darauf. Das war das Thema. Das kann man nach der Reaktion der deutschen Gesellschaft auf die Krise von 2008 nicht mehr behaupten. Das war keine panische, keine hysterische Reaktion. Das war kein Angstvibrieren in der deutschen Gesellschaft. Das war eine relativ ruhige, relativ besondere Reaktion, die man im Nachhinein heute als Krisenkorporatismus bezeichnet. Die Reaktion darauf. Nein, ich glaube, die Angst, mit der wir heute zu tun haben, liegt tiefer und sie ist dadurch soziologisch interessanter geworden. Sie hängt, glaube ich, in,
vor allen Dingen mit diesem Modell zusammen, dass die Steigerung von Konkurrenzfähigkeit nicht nur als ein kollektives Projekt begriffen worden ist, mehr oder minder, sondern auch als ein individuelles Projekt immer mehr begriffen wird. Die Vorstellung, dass man heute selbst bei einer guten Ausbildungssituation, selbst bei einem guten Elternhaus, sagen wir einem bildungsstarken Elternhaus, sich in einer schwierigen beruflichen Lage beispielsweise als Universalanwalt in Berlin oder in Freiburg wiederfinden kann, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die heute in den deutschen Mittelklassen kommuniziert wird. Es gibt nicht wenige Universalanwälte in Freiburg, die haben etwa ein Hartz-IV-Niveau ihres Einkommens. Und die werden, wenn sie Freiburg nicht verlassen, ich würde ihnen schwer raten, so schnell wie möglich Freiburg zu verlassen, aber wenn sie in Freiburg bleiben, kann es gut sein, dass sie dieses Hartz-IV-Einkommen auch noch mit 45 Jahren haben werden. Das heißt, es gibt Märkte in unserer Gesellschaft, immer mehr, wo nicht die Logik die ist, dass ich mir bestimmte Zugangszertifikate zu diesen Märkten verschaffen und dann wird es schon klappen, sondern die Performance der Statusbehauptung ist härter geworden. Dafür gibt es diesen schönen Begriff der Winner-Take-All-Gesellschaft, den zwei amerikanische Ökonomen gefasst haben, nämlich die gesellschaftlichen Ausscheidungswettbewerbe und Auslesesituationen, wo es völlig unklar wird, wer eigentlich die Nase vorn hat und als dieser nette, ironische, immer gut gelaunte, körperlich gut verfasste Mensch dasteht, der eine gynäkologische Praxis betreibt, jetzt eine Frau, wo alles wunderbar läuft und ganze Krise des Gesundheits geht alles am Arsch vorbei, es ist alles wunderbar. Es ist völlig unklar, wer in solchen Auslesesituationen obsiegt. Ein Chefredakteur einer großen deutschen Wochenzeitung sagte mir kürzlich, die Lebensläufe, die er bekommt, für Leute, die gerne in den Top-Journalismus wollen, sehen alle gleich aus. Was glauben Sie, die können alle drei Sprachen, die waren in den USA und waren in einem palästinensischen irgendwas und so weiter, Zivilgesellschaft und so weiter. Diese Lebensläufe lege ich alle weg, weil sie alle gleich sind. Ich muss bei irgendetwas stecken bleiben. Irgendetwas muss ich sehen, wo ich sage, da ist irgendwas Interessantes dran, warum sich ein Gespräch mit dieser Person lohnen würde. Es ist völlig unklar, was das eigentlich ist. Das heißt, wir haben plötzlich Situationen, das war die These der Winner-Take-All-Märkte, Überlegung, wo bestimmte Performance-Aspekte, von denen unklar ist, welche das eigentlich sind, im Zweifelsfall den Ausschlag geben. Nun glauben Sie nicht dem Kollegen Hartmann aus Darmstadt, dass das immer nur irgendwie die Klassenzugehörigkeit ist, irgendwelche Habitus-Vorteile. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das wäre viel zu einfach. Das wird der Situation überhaupt nicht gerecht, mit der wir heute zu tun haben. Wir haben eine ungeheure Erweiterung der Bildungsbeteiligung in Deutschland erlebt. Glauben Sie doch ja nicht, dass das alles nur mit Habituskategorien zu bestimmen ist, wer in diesen Situationen die Nase vorn haben wird. Das ist ein Kernthema der Ängstlichkeit in unserer Gesellschaft. Und zwar die sich vor allen Dingen, das war meine Ausgangsbeobachtung, in der Beobachtung der Eltern und Großeltern deutlich macht. Die sehen das nämlich, was da vor sich geht. Ich soll ja nicht so lange reden. Ich bin noch gut in der Zeit. Ich will auch gar nicht so lange reden. Ich will nur diesen Punkt machen. Wir haben... In der Soziologie würde man sagen, wir erleben im Augenblick vor unseren Augen, was es heißt, dass die Platzierungslogik von Herkunft auf Karriere umgestellt wird. Die Umstellung von Herkunft auf Karriere bedeutet nicht, dass Herkunft keine Rolle mehr spielt. Überhaupt nicht. Nur Herkunft wird zu einer Ressource,
wie man das so schön sagt, die umgearbeitet werden muss in Karriereentscheidungen. Und bei Karriereentscheidungen können Sie sehr viel falsch machen. Sie können den Falschen an einem falschen Ort Ihr Abitur machen. Sie können ein falsches Studium beginnen. Sie können einen falschen Partner wählen. Und Sie können einen falschen Ort als Lebensmittelpunkt sich aussuchen. Und plötzlich sieht die Bilanz ziemlich düster für Sie aus. Das ist der interessante Punkt. Diese Logik der Entscheidungen, die Sie an zentralen Punkten Ihres Lebenslaufs fällen müssen, ist für die jüngeren Generationen, diese Tatsache ist reflexiv geworden. Ich sage nicht, dass das früher vielleicht auch schon so war, nur die Tatsache ist reflexiv geworden. Das heißt, man weiß mittlerweile, dass das so ist. Partnerwahlen sind sehr, sehr wichtig geworden, denn Sie wissen, das höchste Armutsrisiko ist nicht arbeitslos zu werden, sondern sich zu trennen. Daran sehen Sie, wie wichtig Partnerwahlen sind. Warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist eigentlich, dass ich versuchen wollte, in ganz anderer Weise, als man das so denken würde, Abschied vom Neoliberalismus zu nehmen. Nämlich von der Vorstellung, dass wir alle wählende Wesen seien, die, wenn sie besonders schlau sind, besonders gut in den Wahlsituationen unserer Welt bestehen können. Und ich wollte eigentlich sagen, das Thema der Angst zeigt, dass das alles so einfach nicht ist. Ich wollte einen ganz simplen Punkt machen, nämlich die Dialektik der Wahl deutlich machen. Deshalb habe ich das mit den Partnern so wichtig genommen für die Lebenskarriereentscheidung. Sie müssen nämlich nicht nur wählen, sondern sie müssen auch gewählt werden. Und an der Tatsache, dass sie gewählt werden müssen, an dieser Tatsache zerschellt jede Idee des sich wählenden Subjekts. Denn ich wähle mir die tollste Frau oder den tollsten Mann oder den besten Companion in der Partnerschaft, im Lebenskampf oder irgend sowas. Aber Sie müssen auch jemanden finden, der Sie wählt. Und das ist eine Situation, die über Ihre Ressourcenausstattung hinausgeht. Das ist das wirkliche Erliegen des neoliberalen Subjekts. Es muss gewählt werden. Und das können Sie, was immer Sie tun, nichts dabei erreichen. Der letzte Punkt ist eine Beobachtung, die ich noch machen wollte. Sie kennen vielleicht alle noch die Eltern. Kennen Sie noch die Zeitschrift Eltern? Die hatte mal 1 Million Auflage. Ich vermute mal, hier gibt es eine kritische Masse im Publikum, die kennt die noch, als sie ganz gut am Markt positioniert waren. Im Augenblick haben die noch 250.000, was auch noch ganz schön viel ist. Aber von 1 Million zu 250.000 ist schon ein Weg. Und die machen alle 2 Jahre so eine Elternbefragung. Ne? Und die letzte Elternbefragung habe ich mir mal genauer angeguckt. Und da sind junge Eltern tatsächlich der Meinung, übrigens auch wiederum repräsentativ, nicht irgendwie schichtenmäßig geordnet, repräsentativ, zu etwa 3/4 der Meinung, dass heute Elternschaft viel, viel schwieriger ist, als das zur Zeit ihrer Eltern der Fall war. Ich bin fest davon überzeugt. Und man fragt, woran das liegt in dieser Umfrage und was meinen Sie, was die alle sagen? Die sagen, es liegt an ihnen selber. An ihnen selber liegt es. Es liegt nicht an der Situation, dass heute die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so schwierig geworden ist. Sagen die gar nicht. Die sagen auch nicht, dass es daran liegt, dass der Staat nicht genügend Plätze für die vorschulische Erziehung vorsieht. Sagen sie alles gar nicht. Sie sagen, es liegt an ihnen selber. An ihnen selber heißt, dass sie zu hohe Ansprüche haben, dass ihre Verwirklichungsideen zu komplex geworden sind. Und es gibt dann die harte Frage, die Umfrage ist von einem relativ guten Institut gemacht worden, von Forsa, ich finde, es ist ein relativ gutes Institut. Und die haben dann gefragt,
ja, kann denn Politik etwas daran ändern an dieser Situation? Und nochmal, 67% der befragten jungen Eltern sagen nein. Politik kann gar nichts daran ändern. Die interessante Frage ist, ist das eine Enttäuschung? Eine Situation der Enttäuschung darüber, dass nie irgendwas passiert ist? Oder ist es Realismus? Ich neige dazu, das für Realismus zu halten. Wir haben eine, nochmal, ich komme zu Gerd Schröder zurück, Steigerung der Konkurrenzfähigkeit. Nicht nur als kollektives, sondern als individuelles Projekt. Bezogen nicht nur darauf, dass ich gut mit dem Geld wegkomme, sondern dass ich auch gut mit dem Glück wegkomme. Und es ist völlig klar, die Familiensoziologie ist eindeutig, wir haben den Wandel von der partnerzentrierten zur kindzentrierten Familie. Die Daten dazu sind eindeutig. Das heißt, warum tun sich Leute zusammen? Weil sie ein Kind haben wollen. Und was soll das Kind garantieren? Das Kind soll eine nicht kündbare Beziehung garantieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem neoliberalen Subjekt. Das, was wir brauchen bei der allgemeinen Kündbarkeitsdrohung von sozialen Beziehungen, ist offenbar ein außerordentlich hohes Gut, dass es eine unkündbare Beziehung gibt. Eine existenziell unkündbare Beziehung. Das sind die einzigen Beziehungen auf der Welt, die es gibt, die nicht kündbar sind, die von Eltern zu ihren Kindern und von Kindern zu den Eltern und die zwischen Geschwistern. Alle anderen Beziehungen sind kündbar. Und das ist vielleicht eine weitere Quelle der Angst. Diese Logik in einer Logik von einerseits zu sehen, ich bin auf Wahlen angewiesen, die ich nicht treffen kann, die in der Auseinandersetzung um ein interessantes Leben immer wichtiger werden. Und zweitens, weil ich von Wahlen abhängig bin, die ich selber nicht treffen kann, nämlich gewählt werden müssen, suche ich mir eine Beziehung, wo man nicht mehr raus kann. Nämlich ein Kind zu haben. Und wenn man ein Kind haben will und noch gleichzeitig einen schönen Beruf haben will und noch ein bisschen Liebe haben will, dann wird die Selbstverwirklichungsbedarfe wirklich komplex. Und wenn man das einsieht, dann ist man in der Tat der Meinung, warum ist Elternschaft heute so schwierig? Warum, wer ist daran schuld? Ich selber bin daran schuld. Es ist mein, dies ist die Logik meiner Selbstinterpretation. Es ist die Idee, wie ich ein gelungenes Leben führen will, was das bedeutet. Das macht Elternschaft so anstrengend. Das war der letzte Punkt, den ich sagen wollte. Vielen Dank. Ich bin ja nur der Moderator, deshalb gebe ich jetzt gleich weiter. Und bin gespannt auf die Replik von Frau Almendinger. Ich werde mich schon noch mal einmischen. Aller herzlichen Dank, Herr Bude. Ich finde das erstens großartig, wie Sie sprechen. Schon immer finde ich das großartig mit dieser Wortgewalt. Zweitens finde ich das super, dass Sie was für die Soziologie tun, indem Sie Bücher auf den Markt bringen, die richtig gelesen werden. Wenn ich ab und zu jetzt niese oder schneuze, dann hat es überhaupt nichts mit Ihnen zu tun, sondern nur, dass ich so erkältet bin, dass einer der wunderbaren Väter des WZB mir heute früh sagte, wenn meine Tochter so drauf wäre, würde ich sie nicht in den Kindergarten tun. Also nur sozusagen, also es hat wirklich, es ist keine sozusagen unterschwellige Kommentierung. Ich finde zunächst mal an die Veranstalter ein Kompliment, dass sie uns zwei zusammengebracht haben. Jene, die uns kennen, wissen, dass wir aus zwei vollständig unterschiedlichen Soziologie-Richtungen kommen. Ich bin eine Person, die sehr mit Daten arbeitet, die diese Daten braucht und die dann schon auch interpretiert. Wenn ich dieses Buch lese, dann ist das eher eine erklärende, eine verstehende Soziologie. Ich weiß teilweise überhaupt nicht, wo Daten herkommen. Mit der Elternstudie haben Sie mich jetzt so richtig bekommen. Die kenne ich nicht, aber ich kenne andere Studien und werde dazu was sagen. Das war jetzt sozusagen mein erster Punkt. Also ich habe mir natürlich, als ich dieses Buch gelesen habe, Gesellschaft der Angst, gedacht, so, das muss ich jetzt mal nachschauen. Und da ich das großartige Glück hatte, und das war wirklich ein Lebensglück,
12 Jahre mit Ulrich Beck zusammenarbeiten zu dürfen in München, bin ich sozusagen diese für mich großartigen Reibepunkte zwischen diesen zwei Soziologien nicht nur gewohnt, sondern ich liebe sie. Und Beck war für mich immer sozusagen jemand, wo ich dachte, so, die Risikogesellschaft, das muss ich jetzt so richtig quantifizieren, das kriege ich in meine Fragebögen rein und so weiter. Hier dachte ich, ich habe sozioökonomische Panel, ich habe europäischen Value Survey, ich habe jede Menge von Daten, die mir doch was sagen können, wie die Angst in Deutschland ausgeprägt ist erstens und wie die Angst sich in Deutschland über die Zeit verändert hat. Und wenn ich mir so etwas anschaue, komme ich zunächst mal jetzt nicht zu dem Ergebnis, was Ihrer Diagnose auch gar nicht unbedingt widersprechen muss, sondern nur, wenn ich mir die Datenlage anschaue, dann sehe ich, was treibt die Deutschen um, wo sagen sie, sie haben Angst. Dann steht auf Platz 1 mit 58%, dass die Lebenshaltungskosten steigen. Dann kommen wirtschaftspolitische Dinge wie Spannung mit Ausländern, schlechte Wirtschaftslage, höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und ganz unten steht dann mit 16% die Angst davor, dass die Beziehung auseinandergeht, dass eine langjährige Partnerschaft auseinandergeht. Das hat mich dann auch gewundert. Das fand dann selbst ich etwas niedrig. Aber das ordnet ein bisschen einige der Kapitel, die Sie geschrieben haben, ein. Und wenn ich jetzt das kontrafaktisch nehme und schaue, wie zufrieden sind die Deutschen, dann schüttle ich selbst als Empirikerin oft meinen Kopf, weil, und das weiß man von diesem DGB-Index guter Arbeit, weil selbst Menschen in ganz schlechten Jobs irgendwie ziemlich zufrieden sind, merkwürdigerweise. Was uns immer umtreibt, weil wir denken, also das sind doch wirklich miserable Jobs, warum sind die denn in diesen Jobs auch noch zufrieden? Und Sie wissen, warum dann der DGB diesen multifaktoriellen Index da gebaut hat. Also wenn man sich das so anschaut, dann kann man sagen, eigentlich ist die Datenlage ziemlich klar, auch wenn man sie über die Zeit sieht, dann sinkt sozusagen die Angst vor Arbeitslosigkeit. Es sinkt insbesondere seit 2008 die Angst, nicht finanziell überleben zu können. Was viel, viel wirkmächtiger aus diesen Daten heraus plopst und ist soziale Ungleichheit. Also dass tatsächlich der Abstand zwischen sozialen Gruppen auch seit 2008 eklatant steigt. Mit weniger Angst auf der einen Seite und wesentlich mehr Angst auf der anderen Seite. Und da rede ich nicht nur über die Mittelschicht und über die unterschiedlichen Teile der Mittelschicht, was ja Autorinnen und Autoren des sozioökonomischen Panels hervorragend herausgearbeitet haben. Also da ist wirklich etwas drin und die Gesellschaft der Angst zu verbinden mit dem, wie ich es ausdrücken würde, dass Deutschland zunehmend eine Gesellschaft wird, die sich an Ungleichheit gewöhnt, und das finde ich, dieses Gewöhnen finde ich das Schlimme, dass es auch immer weniger sozusagen im politischen Diskurs dahingehend ist, was kann man denn tatsächlich tun, um diese Ungleichheit zu reduzieren. Das ist für mich das spannendere Thema, ehrlicherweise, und das politischere Thema als die Gesellschaft der Angst, was gleich mit etwas noch zu tun hat, auf was ich zurückkommen werde. Wenn ich mir dann zum Zweiten in einzelnen Kapiteln anschaue, was Sie sozusagen als, Sie nennen ja das die Antennen oder dieses Radarsystem der Angst darstellen, so sage ich jetzt mal etwas provokant, aber wir sollen uns ja auch streiten. Da bin ich froh, dass wir Angst haben. Also, mit anderen Worten, es wird beschrieben, 30% der Ehen werden geschieden. Man muss sozusagen diese besonderen Beziehungen ständig verhandeln. Man muss sich ständig sozusagen vergewissern, dass es noch die einzige Person ist, die ich liebe. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es ein ganzes Leben lang durch ist. Aber ehrlicherweise bin ich lieber in so einer Beziehung, wo ich das immer zu verhandeln habe und auch rauskomme, als in einer Beziehung zu sein von meinen Großeltern, wo diese Scheidungen eigentlich verboten waren. Also das ist mir ganz klar, dass damit Ängste, ich verstehe, dass da Ängste dabei sind, aber das dahinterliegende gesellschaftspolitische Veränderungsmoment ist ja eines, was ich als solches begrüße, genauso wie ich natürlich begrüße, dass die deutsche Gesellschaft offener geworden ist. Das führen Sie an der Figur
interessanterweise von Männern auf. Da sagten sie, das ist insbesondere ein Erlebnis, das Männer haben, dass sie aufsteigen und dann sind sie in einer Gruppe, wo sie verhaltensverunsichert sind, Angst haben. Wenn ich mit Herrn Sattelberger rede, dann sagt er, diese Männer, die wissen nicht, dass sie die Schuhe an den Seiten hauptsächlich zu putzen haben, sondern hauptsächlich oben. Oder die können kein Messer- und Gabeltest bestehen und so weiter und so fort. Und als ich dieses Kapitel las, dachte ich, es ist interessant, dass Sie das über Männer schreiben, die aus niedrigeren Schichten aufsteigen konnten, weil ich mich in diesem Kapitel ständig fühlte als eine Frau in einem Männerberuf, wenn Sie es so haben wollen. Ja? Wo ich ständig nicht weiß, wie ich mich richtig verhalte. Also ich bin da ganz oft verhaltensverunsichert. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Angst bezeichnen würde, aber eine Verunsicherung ist teilweise eine Angst dran. Auch da würde ich sagen, das ist vielleicht ein Übergangsphänomen. Ich finde das gut. Man muss sich überlegen, was macht man politisch, um da ein Geländer zu schaffen. Aber dass es diese Aufstiege gibt und dass es von daher diese Verängstigungsmomente gibt, das ist als solches erstmal nicht schlimm. Und auch, dass es diese Frauen gibt, die ich ja lange untersucht habe, die plötzlich alles wollen, die plötzlich sagen, ja, ich habe auch ein Recht darauf, erwerbstätig zu sein und Kinder zu haben und Freizeit zu haben und Freundinnen zu haben. So, ich will wirklich alles. Das ist doch klasse, dass sie das haben. Ich finde das absolut cool. Ich finde das viel besser als diese sozusagen Zweiteilung. Du hast das eine und du hast das andere und dann probieren sie es und manchmal fallen sie auf die Schnauze und manchmal fallen sie nicht auf die Schnauze. Und die Untersuchung, die ich dazu kenne, ist schon, und da treffen wir uns oder da treffe ich mich mit dieser Elternbefragung, dass ich sage, gut, also wenn ich die ersten 6 Monate Elterngeld nehme, obgleich wir eine partnerschaftliche Beziehung vereinbart haben, dann hat sich das schon so eingespielt, dass ich einfach diesen Weg zurück in Teilzeit zwar noch schaffe, aber dann nicht mehr den Weg von Teilzeit in Vollzeit. Und da durchaus benenne, dass sie sich nicht genügend heftig innerhalb ihrer Beziehung durchsetzen, aber auch gleichermaßen benennen, das sind die Organisationsfaktoren, die auf Präsenzkultur und so weiter und so fort und keine Aufstiege in Teilzeit und so setzen, mindestens genauso schuld. Also diese Untersuchung, wo sozusagen so eindimensional attribuiert wird, das sind wir selbst mit unseren zu hohen Erwartungen, die kenne ich nicht. Bei mir sind diese jungen Frauen, die ich jetzt von 19 bis mittlerweile 29 mir angeschaut habe, in ihren Ursachenzuschreibungen, warum sie da so schlecht mit zurechtkommen, nicht so. Da teils, es gibt einen Moment, den ich auch nicht als Angst gekennzeichnet habe, sondern als eine gewisse Form der Anomie, der sich dann darin widerspiegelt, dass sie sagen, dass zum Beispiel Frauen sagen zu 92% jetzt Frauen in dieser Altersgruppe, sie wollen Kinder und wenn ich sage und wollen das Kinder, wollen Frauen in ihrem Alter auch Kinder, dann sind es nur noch 60%. Wenn ich Männer frage, wollen sie Kinder, sagen das 82% und wenn ich frage, wollen das auch andere Männer in ihrem Altersbereich, dann sind es 30%. Also man tut etwas, was nicht mehr eine Selbstverständlichkeit ist und was von daher vielleicht mit ihrem Angstbegriff zu kombinieren ist. Also solche Dinge, die habe ich persönlich nicht unter Angst gefasst, aber da sehe ich Verbindungslinien. Mit dem gesagt habend hat mir an diesem Buch gefehlt dieses So what? Also ich habe eine teilweise phänomenal klasse Beschreibung von Angst. Nehmen wir jetzt mal weg, dass ich nicht weiß, wo diese Daten herkommen, aber das macht mir nichts aus. Ich finde das ganz wichtig, dass man so zeitdiagnostische Kräfte hat, die das erspüren und das schreiben und dass es eine Arbeitsteilung gibt innerhalb der Soziologie, wie dann Leute am WZB, die dann sagen, so, das untersuchen wir jetzt. Das finde ich cool, wenn man das dann operationalisiert bekommt. Und auf diese Dinge, wo sie hingewiesen hat, vieles von dem kann man nicht mit diesen Daten beantworten, die ich eingangs genommen habe vom SIP. Da braucht man intelligentere Fragen. Und da ist auch noch ein großes Arbeitsfeld in der empirischen Sozialforschung auf alle Fälle drinnen. Aber was mir wirklich dann gefehlt hat, ist dieses So what? Was sind jetzt nicht nur die individuellen Konsequenzen davon? Da haben Sie ja zwei angesprochen. Einmal Buddhismus und einmal sozusagen Konformität als Möglichkeiten, da rauszukommen. Sondern was kann man politisch tun? Und ich glaube schon, dass bei allen
diesen jetzt beispielsweise vier Bereichen, die ich da rausgepickt habe, politische Interventionen absolut möglich sind. Und das können wir ja diskutieren, aber mich würde hauptsächlich interessieren, inwieweit, wenn ich jetzt, darf ich das auch ihm direkt eine Frage stellen? Ja. Wenn ich Ihnen jetzt eine Frage stellen würde, dann wäre es tatsächlich diese wirklich zum Teil brillante und auch von mir absolut geteilte, und dann ist mir auch egal, ob das 10% oder 30% sind, Zustandsbeschreibung. Was sind sozusagen die, jetzt in Ulrich Becks Sprache, die Gegengifte dazu? Gut, vielen Dank. Das war jetzt rhetorisch nicht minder brillant. Ja, also. Und die sagen den Gegensatz von harter Empirikerin und dem spekulativen Trüffelschwein, den haben Sie ja selbst schon relativiert. Ich habe das so nicht ausgedrückt, gerne, Herr Fuchs. Ich würde gerne, dass wir noch an einem Punkt noch etwas tiefer baggern, den Jutta Almendinger jetzt schon sagen stark gemacht hat und den sie im Grunde mit diesem Begriff der Ambivalenz oder der Dialektik der Wahl auch schon aufgemacht haben. Nämlich ob das, was sie so beschreiben, an bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen, die sie unter dieser Kategorie der Angst dann bündeln, ob das nicht Folgeerscheinungen sind von Freisetzungen, die man als eigentlich eine emanzipatorische Entwicklung über die letzten Jahrzehnte beschreiben kann. Also Jutta Almendinger sagt schon freie Berufswahl zum Beispiel. Ja, die sagen, man übernimmt nicht einfach den Beruf des Vaters. Freie Partnerinnenwahl. Ja, es ist nicht einfach die arrangierte Ehe, die sich in einem engen sozialen Milieu bewegt und die dann vor allem eine Erwerbsgemeinschaft ist, die sagen, durch die Ökonomie schon fast zwangsweise zusammengehalten wird. Die gewachsenen Selbstverwirklichungsansprüche, Glücksansprüche, der massenhafte Bildungsaufstieg, der mit dem Verlust von Garantien sagen, verbunden ist, dass ein bestimmter Bildungsabschluss auch schon die Garantie ist für ein gutes Einkommen und eine Karriereposition, bis hin zu einer Kategorie wie Chancengleichheit, die ja immer auch ein Element von Wettbewerb enthält. Chancengleichheit ist eigentlich ein leistungsbezogener, also ein Wettbewerbsbegriff. Also kann man das einfach zurückführen, was Sie so als Kipppunkt beschreiben, auf diesen Sündenfall der rot-grünen Koalition, die Sie als Einbruch des Neoliberalismus in den bundesdeutschen Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat beschreiben, wenn ich es ein bisschen zuspitze, oder haben wir es nicht mit Widersprüchen der Moderne zu tun, die eigentlich Produkt sind eines langen Prozesses von Emanzipation, Individualisierung, mehr Gleichheit? Ja, also es gibt den frühen und es gibt den späten Ralf Dahrendorf. Der frühe Ralf Dahrendorf war der Meinung, wir können Gesellschaften unserer Art relativ gut mit dem Gegensatzpaar von Optionen und Anrechten charakterisieren. Man kann sagen, Kapitalismus gibt eine Menge Art von Optionen, aber wenn dem nicht eine Anrechtslogik entspricht, dann kommen wir in Probleme. Da hat ihn Amartya Sen von überzeugt. Das ist sehr plausibel. Optionen können sich nur sehr auf Dauer stabil entfalten, wenn es nicht entsprechende Anrechtsstrukturen auch gibt. Und dann kommt der späte Dahrendorf, vielleicht ist er älter geworden, und kommt dann auf die Idee, nee, da muss noch eine dritte Kategorie rein. Und das nannte er Bindungen. Hat dann irgendwie so ein eigenes Wort dafür, Ligaturen, ist ja egal. Nennen wir das mal Bindungen. Das heißt, die Logik zum Verstehen unserer Gegenwartsgesellschaft, sagt der späte Dahrendorf, ist der Zusammenhang von Optionen, Anrechten und Bindungen.
Und das Bindungs- und das ist deshalb interessant, weil Bindungen sich nicht aus Anrechten sofort ergeben und sich nicht aus Optionen ergeben. Das ist was sozusagen der interessante, soziologisch interessante Punkt, so eine Art Durkheim-Seite der Soziologie, die das immer stark gemacht hat. Das kann sein, dass das für moderne Gesellschaften insgesamt charakteristisch ist. Nicht, dass wir mehr, also ich würde es nur anders interpretieren, nicht, dass wir mehr Chancen haben, dass wir mehr Anrechte haben, sondern dass mit dem Mehr an Anrechten und Optionen auch das Bindungsproblem wichtiger wird. So simpel meine ich das. Und zwar, es wird reflexiv. Das heißt, es ist etwas, was den Leuten als ein zu lösendes Problem vor Augen kommt. Das ist mein Punkt. Und da setze ich mit dieser Angstidee ein. Jetzt mal ganz kurz. Es gibt zwei philosophische Fürsprecher. Das hat ich da alles nicht hingeschrieben. Ich denke, damit das nicht alles so bildungshuberisch aussieht. Der eine ist Kierkegaard und der andere ist Sartre. Kierkegaard sagt, und das ist die moderne Kondition, du musst dein Leben selber führen. Niemand hilft dir dabei. Kein Gott und kein König. Du musst dein Leben selber führen. Und die Kierkegaardsche Analyse ist, das ist der Grund von Angst und Zittern. Ich habe keine Garantie dafür, dass mir irgendetwas gelingt. Ich muss es selber tun. Und dann sagt die Soziologie, ja, wir haben ja den anderen, der uns hilft. Und dann kommt der böse Sartre und sagt, die anderen können die Hölle sein. Sie können mir mein Glück geben, aber sie können mir auch mein totales Unglück bereiten. Das heißt, die Lösung dieses sozusagen Kierkegaards-Problems hin das soziologische Angebot, Bindungen sind doch soziale Verhältnisse, wir machen jetzt die Bedingungen gut, damit Bindungen besser sich entstehen können, würde mit Sartre naiv sein. Wir haben, glaube ich, unter modernen Bedingungen damit zu tun und besonders haben wir in einem Klientel damit zu tun, das glaube ich das Klientel der Grünen ist, wo wir dieses Bewusstsein des Bindungsbedarfs immer stärker ausgeprägt sehen. Und ich gebe Jutta Almendinger recht, es ist nicht durch Retraditionalisierung zu lösen, das Problem. Vollkommen richtig. Aber es ist ein riesiges Problem. Und es gibt dafür im Augenblick, wie ich das sehe, im politischen Angebot keine Lösungen. Und jetzt kommt mein zweiter Punkt auf. Es gibt aber ein zweites Kapitel zu dieser Frage noch. Und das war das mit dem Stichwort mit den Winner-Take-All-Märkten. Wir haben eine grundsätzliche Veränderung in der Platzierungslogik unserer Gesellschaften. Wir sind nicht alle mehr auf dem Track, wo wir sagen können, das ist Erweiterung, 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 dann wird alles gut. Sondern in dem Maße, in dem sich Anrechte erweitern, in dem Maße, wie sich Optionen generalisieren, gibt es andere Arten von Auseinandersetzungen um interessante Statuspositionen und auch die Ansprüche auf interessante Statuspositionen verändern sich. Und jetzt taucht eine neue Art von Konkurrenzsituation die nicht einfach nur mit Ellbogen zu lösen ist, sondern alles das, was man sozusagen, jetzt wir haben ja so eine Art emotional turn-Augenblick in den Humanwissenschaften, wo die merken, Emotionen sind beispielsweise eine Munition um Statuskämpfe. Emotionen sind aber auch gleichzeitig etwas, das sind dann diese berühmten Resilienzfaktoren, die mich ruhig sein werden lassen in solchen Situationen. Es ist alles nur Emotionen. Sind alles Emotionskategorien. Und jetzt, um dann noch den Ball von Jutta Almendinger aufzunehmen, was mich sehr interessiert, ist die Tatsache, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass Gesellschaften, die nicht nur modern sind in einem strukturellen Sinne, sondern unsere Gesellschaften sind, die wir alle kennen, auch was die politische Steuerung betrifft, immer mehr auf Emotionen angewiesen sind. Es ist lassen sich nichts erzählen, wenn Sie die Macht gewinnen wollen in einer Gesellschaft unserer Art, müssen Sie eine Idee von Emotionsmacht haben, sonst gewinnen Sie gar nichts. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für die Veränderung des politischen Wettbewerbs.
Auch das wird wiederum auch das wird wiederum reflexiv. Warum? Weil es jetzt eine ganze Spezialistengilde gibt, die Ihnen da behelfen sollen, Emotionsmacht zu gewinnen. Da gibt es Spezialisten, die machen Fokusgruppen und sagen, welche Gesten wichtig sind. Ich kenne mich ein bisschen mit Fokusgruppen aus. Das funktioniert wirklich. Also Sie können wirklich gute Ratschläge geben. Allerdings, auf der anderen Seite, ich will Sie wieder beruhigen, ich kenne einen Soziologen, der lange Zeit Jürgen Möllemann untersucht hat. Und, na ja, und der ist zu dem Ergebnis gekommen, ja, was hat denn der nun gemacht? Hat er, weil das Antwort ist es, der ist so, wie er ist. Das war dann auch relativ ernüchternd. Okay. Bitte, Almendinger. Ich möchte doch jetzt nochmal auf diese ganze Frage von Bildung kommen, auf diese Frage der Optionengeneralisierung und jetzt wirklich als Empirikerin sagen, dass das in diesem Ausmaß, wie es hier von beiden Männern zu meinen Linken beschrieben wird, in keiner Weise der Fall ist. Wir haben zwar in der Tat mehr Abiturienten, aber wenn Sie anschauen, wie viele der Abiturienten, und zwar auch der guten Abiturienten, dann tatsächlich auf Hochschulen gehen, dann haben Sie eine vollständige soziale Schieflage drinnen. Wenn Sie sich anschauen, welche dann auf internationale Hochschulen gehen und so weiter und so fort, haben Sie noch eine größere Schieflage drin. Jürgen Gerhardt hat das gerade kürzlich in einem wunderbaren Buch geschrieben, was sich für eine neue globale Elite formt, die eben die richtigen Praktika macht, wo die Eltern genau wissen, wie sie da wie vernetzen und so weiter und so fort. Also diese Herkunftsunabhängigkeit, die sehen wir so in keiner Weise. Das Zweite, was wir nicht sehen, ist, dass Partnerschaften lockerer werden. Partnerschaften werden immer geschlossener. Das ist für mich als Ungleichheitsforscherin ein extrem großes Problem, weil gleich zugleich sich immer liebend gerne mehr verheiratet oder verpartnert. Und selbst die Männer, die heiraten jetzt ja nicht mehr ihre Sekretärinnen oder gut aussehende Frauen, sondern über die Zeit sagen die, nein, ich möchte eine Frau, die eine gute Bildung hat und auch selbst verdient. Ansonsten sind mir diese Scheidungen und so weiter und so fort viel zu teuer. Und Frauen, die haben noch nie Interesse daran gehabt, schlecht gebildete Männer zu ehelichen oder zu verpartnern. Und dieses heißt natürlich, dass zwei Personen mit sehr guten Chancen und mit sehr vielen Optionen zusammenkommen, doppelte Einkünfte haben, sich Kinderbetreuung, und daran sieht man ja auch, je besser die gestellt sind, desto mehr Kinder haben die ja zwischenzeitlich, sich aufeinanderprallen auf statusniedrige Paare, wo dann die Arbeitslosigkeit des einen Partners nämlich nicht mehr aufgefangen werden kann durch die Erwerbsarbeit des anderen, weil dann gleich beide erwerbslos sind und nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und so weiter und so fort. Und dann kommt das ganze Elend dieser Kinder da rein. Also diese Partnerschaften sind überhaupt gar kein Regulativ mehr und gar kein Moment mehr von sozialer Mobilität, wie es sie früher noch war, sondern sie sind eigentlich eine Zementierung des Status quo zunehmend mehr. Und das muss man schon mit in den Blick nehmen. Das Letzte, was ich da, und jetzt werde ich richtig emotional zu sagen habe, ist, wenn man sagt, dass Bildung sich nicht mehr auszahlt. Das geht ja sozusagen zurück auf eine zunächst mal logische ökonomische Annahme, dass je mehr Personen ein hohes Gut haben, in diesem Fall Bildung, desto weniger zahlt die einzelne Bildung zurück. Und das kann man dann messen in Jahreseinkommen, man kann es messen in 10-Jahreseinkommen, man kann es auch messen in Lebenseinkommen. Und da sehen Sie ja eine enorme Schere zwischen jenen, die einen Hochschulabschluss haben und jenen, die eine duale Ausbildung haben. Und diese Schere, die wird ehrlicherweise immer größer, sodass diese Formel, dass wir sozusagen eine Wertgleichheit haben von beruflicher Bildung zu akademischer Bildung, mich wirklich ärgert, weil das Einzige, wo das gleichgestellt ist, ist im Zugang zum Arbeitsmarkt, aber nicht in den Returns, die der Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Und das lässt sich schön über die Zeit in Deutschland zeigen, dass sich da die Schere vergrößert hat. Aber man kann auch Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehen, wo Länder, die eine wesentlich höhere Akademisierungsquote haben, auch mit dieser höheren Akademisierungsquote dann noch höhere Erträge zu Bildung haben. Und da sind hier einzelne, insbesondere anglosächsische Länder, ein sehr gutes Beispiel. Also wir sind noch lange nicht da, wo für alle alles geht.
Das Gegenteil. Wir vermuten, dass es immer größere Schließungen gibt. Und wenn Sie sich anschauen, der Anteil von Personen, die, wenn sie einen Job verlieren, dann wieder in den Job kommen, der geht leicht zurück. Aber wenn Sie sich den Anteil von Personen anschauen, die dauerarbeitslos sind und wo wir überhaupt gar keine Rezepte haben, außer in den zweiten oder in den dritten Arbeitsmarkt aufzumachen, wo die Diskussion allerdings sehr sozusagen gehemmt im Moment noch ist, dann sehe ich hier Potenziale, die sozusagen mit diesen Rhetoriken überhaupt, oder nicht Potenziale, die mit diesen Rhetoriken gar nicht beschrieben werden können. Was die empirischen Befunde angeht, haben wir da sicher keine Differenz. Wir haben ja mal eine gemeinsame Studie gemacht, die gezeigt hat, dass tatsächlich nach 2000 soziale Mobilität in der Bundesrepublik zurückgegangen ist, dass wir also weniger soziale Durchlässigkeit, weniger sozialen Aufstieg quer zu den Herkünften haben, als das früher der Fall war. Was sagt das aber für Ihre These? Ich meine, Sie machen ja einen Punkt, der vielleicht damit kompatibel ist. Sie sagen, das sagen eigentlich die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft, jedenfalls die westdeutsche, als eine Aufstiegsgesellschaft funktioniert hat, mit einem sozialen Aufstiegsversprechen. Also genau mit dieser Erzählung, dass durch Bildung und Leistungsbereitschaft sagen sozialer Aufstieg, eine Verbesserung der eigenen Lebenslage und die der Kinder sagen, erreicht werden kann. Und da sagen sie, das ist jetzt gekippt. Inklusion funktioniert nicht mehr über das Aufstiegsversprechen, sondern über die Exklusionsdrohung. Können Sie das so ein bisschen kommentieren? Das ist in der Tat so. Vielleicht einen Punkt möchte ich noch sagen. Ich habe nichts gegen Bildung. Ich bin selber ein Bildungsaufsteiger. Ich glaube auch nicht, dass man nichts bildungspolitisch tun sollte. Ich glaube nur nicht, es gibt einen wunderbaren Werbedings, Bildung ändert alles. Das ist Quatsch. Das ist offener Quatsch. Und wenn man das anfängt zu glauben, dann ist das eine Weltanschauung. Das hat aber mit Soziologie nichts mehr zu tun. Denken Sie nur daran, es gibt immer einen Zusammenhang zwischen Bildungstiteln und Stellenverfügbarkeit. Ein ganz simpler Zusammenhang. Und das, wenn Sie nach Spanien und nach Italien gucken, die Studierquote ist viel höher als in Deutschland. Ja, was nützt das alles? Also was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? Der Arbeitsmarkt ist ein anderer als der spanische. Eben. Ja. Eben. Man muss das zu den zusammen. Weil die Ökonomie eine ganz andere ist und wir haben jetzt ein paar empirische Untersuchungen habe ich nun doch, zum Beispiel über die Veränderung von Bildungsrenditskalkulationen. Wir haben heute, aber wir wollen nicht über Bildung, das ist ein interessantes Thema, ja. Aber es ist nicht ein, das müssen wir dann ernsthaft führen. Also es gibt sozusagen, Sie kennen möglicherweise so Meister bei Audi, die in Ingolstadt oder Regensburg leben. Wissen Sie, was die im Monat verdienen? Nettoeinkommen? Ja, ich weiß, Sie liegen richtig. Das Nettoeinkommen eines Meisters bei Audi liegt zwischen 4.500 und 5.500 netto. Netto. So. Und der hat jetzt Kinder und dann sagt der, lohnt sich das eigentlich zu studieren? Und er hat doch recht, wenn ein solcher Haushalt sich das fragt. Das ist eine vernünftige, rationale Überlegung über die Frage von Bildungsrenditen. Und ich hatte Ihnen eben sagen wollen, dass es nicht um die Frage geht, ob man einen Bildungsabschluss hat. Das meinte ich mit der Logik der Veränderung von Herkunft auf Karriere. Ich habe überhaupt nicht sagen wollen, dass Herkunft nicht eine entscheidende Bedeutung hat für ein Lebensglück und für einen Lebensweg. Nur die Umsetzung einer Ressource in Statusgewinn geht über eine Logik der Karriere, wo man verdammt viel falsch machen kann. Wir leben in Berlin in einer großen urbanen Falle von Leuten, die hier Ausbildung machen und nicht weggehen.
Sie sollten weggehen aus dieser Stadt. Hier gibt es einfach zu wenig gute Jobs. So simpel ist das. Vielleicht wollen die andere Jobs, Sir. Ja, aber das ist ja gut und schön, dass Sie das wollen. Dann wollen Sie dann vielleicht zu Klaus Wowereit noch mal fahren und ihm sagen, er soll noch ein paar andere Jobs in seinem Rentiers da sein. Also was soll der? Nein, also, ich meine, es kommt drauf an, Sie sollten woanders hingehen. Das ist vollkommen richtig. Das ist rational. Das Problem ist, dass das etwas mit Karriereentscheidungen zu tun hat. Mehr wollte ich nicht sagen. Und da taucht ein neues Problem auf. So, das wollte ich sagen. Und dieses neue Problem ist, es ist sagen, politisch fahrlässig, dieses Problem zu unterschätzen. Es ist politisch fahrlässig. Dann sagt man, wir haben doch recht und wundert sich, dass man nicht gewählt wird. Das ist das Problem der Partei, die ich gut kenne, die ich für die, eine der großen Parteien der deutschen Sozialgeschichte habe, die Sie alle kennen, das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die aus ihren 23%, doch was immer sie tut, im Augenblick nur sehr, sehr schwer herauskommt. Wenn nicht, überhaupt nicht rauskommt. Warum? Ja, wir haben doch alles richtig gemacht. Ja, müsst ihr euch noch mal ein bisschen was beraten lassen, was die Probleme sind, mit denen wir zu tun. Mehr will ich nicht sagen, das will ich erstmal sagen. So, und jetzt taucht das Problem auf. Was kann man politisch wirklich erreichen? Und dann taucht die Frage auf, wer sind denn eigentlich die Leute, die in unserer Gesellschaft angeschissen sind? Dann reden wir nicht über Leute, die langzeitarbeitslos sind. Die gibt es zwar, die sind aber von ihrer Größe her nicht, werden immer weniger relevant. Das eigentlich Relevante in unserer Gesellschaft ist die Entstehung eines neuen Proletariats in Deutschland. Und das ist das Dienstleistungsproletariat. Das sind 12-15% der Beschäftigten. Das sind Leute, die vollzeitig arbeiten in einem nicht prekären Beschäftigungsverhältnis. Nämlich es ist ein ganz vollzeitig und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Und die arbeiten 50-60 Stunden in der Woche, kriegen, das Problem ist, sie kriegen dafür 900 Euro netto. Das haben wir in der Gebäudereinigung, wachsender Sektor. Das haben wir im Bereich des Transportwesens, wachsender Sektor. Zustellwesen, wachsender Sektor. Pflege, wachsender Sektor. Das sind alles die Systeme einfacher Dienstleistungen, in denen eine neue proletarische Struktur in unserer Gesellschaft. So, wo ist jetzt der Zusammenhang zur Gesellschaft der Angst? So, jetzt taucht der zusammen. Das ist jetzt der Punkt, das waren alles Argumente, um zu sagen, dass das einigermaßen aufgeklärte Publikum nicht mehr glaubt, Aufstieg über Bildung. Weil es vor Augen sieht, sie kriegen doch die Amazon-Pakete von den Hermes-Zustellern gebracht. Sie sehen doch das Entstehen neuer proletaroider Positionen in unserer Gesellschaft. Die steht Ihnen doch vor Augen. Und Sie wissen alle, wenn Sie einigermaßen vernünftig sind, die Leute, die in dem Bus sitzen des Dienstleistungsproletariats, für die kommt Bildung immer zu spät. Für die kommt sie zu spät. Und der Bus ist immer voll. Warum? Weil wir offene Grenzen haben. Zumindest für die europäische Binnenmigration wird dafür sorgen, dass der Bus immer wieder voll ist. So, und jetzt haben wir ein wirklich interessantes politisches Problem. Was machen wir mit diesem entstehenden Proletariat, neuen Typs? Das ist, so, jetzt komme ich zu Angst. Das ist ein Proletariat, das keine Mission mehr hat, wie das Industrieproletariat. Das ist ein Proletariat, wir haben dazu sehr ausführliche Forschung gemacht, die völlig aufgegeben haben, die Idee, dass es Aufstiege in ihren Positionen gibt. Denn wie wollen sie Obergebäudereiniger werden? Quatsch! Dann sagen die, es ist ein Ausbildungsberuf. Dann sagen die, Herr Professor, lassen Sie sich so einen Scheiß nicht erzählen. In einer Stunde können Sie auch putzen. In einer Stunde, wenn Sie einigermaßen doof sind, nicht einigermaßen blöd sind, können Sie das auch. Auszug aus unseren Interviews, jeder Affe kann putzen. Das sind Jobs ohne Aufstiegsideen, von denen wir wissen, dass Bildung überhaupt nichts bewirkt. Der Bus ist immer voll und es treibt einen
Keil in unserer Gesellschaft. Richtig, Jutta Almendinger. Heiratsverhalten. Kein Mensch heiratet heute mehr einen Gebäudereiniger, der nicht im weiteren Bereich der einfachen Dienstleistung tätig ist. Richtig. Wir hatten noch mal eine Zeit, Schwarzwaldklinik, ein paar von Ihnen vom Alter her wissen Sie noch, ein paar von Ihnen haben das noch im Blick, klar, das stimmt. Hans-Jürgen Wussow hat noch, oder Klaus-Jürgen Wussow hat in dem Film noch die Krankenschwester gehabt, das gibt es alles nicht mehr. Genau, die Chefärztin heiratet heute den Kollegen. Das ist die Situation, wie der Paketzustellerin heute den Gebäudereiniger. Das ist die Situation. Stimmt. Die Logik ist, jetzt zu erzählen, Bildung ändert alles, ist Sand in die Augen streuen. Das wird eine Situation, wo wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ja, wir müssen in der Bildungspolitik was machen und dann wird sich das ändern. Ich sage Ihnen, nichts wird sich ändern. Nichts. Und das ist die Situation, mit der wir zu tun haben. Der Verfall eines grundsätzlichen Versprechens, der für die Nachkriegsentwicklung übrigens in der Bundesrepublik wie in der DDR, ist diese Desillusionierung früher eingetreten als in der Bundesrepublik, die wir alle, und bitte fragen Sie sich selber, Sie glauben doch ernsthaft nicht daran. Jutta Almendinger, das berührt ja die Frage, brauchen wir, und dann reden wir eben doch über Politik, sozialpolitische, arbeitspolitische Vorkehrungen, die Grenzen einziehen für sozialen Abstieg und die ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit produzieren, um dieses Auseinanderfallen der Gesellschaft, was Sie jetzt sagen, in dramatischen Worten beschreiben, zumindest zu begrenzen. Und wenn ich das richtig interpretiere, sagt Hans Bude, es reicht nicht, in die Stärkung der Individuen zu investieren. Was sozusagen die klassische Erzählung für Bildung sozusagen ist, wir müssen die Ich-Stärke unterstützen, und zwar nicht nur durch sagen Wissen, sondern die ganze Persönlichkeit, also das handlungsfähige Individuum. Und ich höre jetzt immer was raus, was aber noch nicht so richtig plastisch ist, zu sagen, wir müssen wieder mehr über Gesellschaftlichkeit sprechen. Also darf ich ein paar Staccato an, also wirklich Staccato, sodass wir auch noch Fragen an Herrn Bude zulassen. Also mein erstes Staccato ist aus Berlin weggehen. Und diese ganze Frage, es ist heute die Karriere. Die Leute, die wollen nicht mehr diese Karriere im Sinne von Mückenberger, Preuß, diese 45 Jahre und so etwas. Die wollen mit ihrer Zeit runtergehen, sie wollen flexibler arbeiten, von mir aus auch länger, nicht im Sinne von mit einer Vollzeitstelle länger, aber diese Arbeitszeiten anders über den Lebensverlauf verteilen. Mein Sohn, der sagt mir immer, Mama, du wirst immer mit deinen 60 eingeladen bei deinen runden 60ern. Du hast so viele Familien, du wirst automatisch eingeladen. Ich brauche meine Netzwerke. Ich muss sozusagen meine Freunde pflegen, damit ich in deinem Alter zu so vielen Geburtstagen automatisch eingeladen werde. Dafür brauche ich Zeit. Deshalb kann ich nicht diese 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ich mache halbtags. Fein, er hat absolut recht. Das meint er ernst, das macht er auch so. Und solange ich da nicht gegenfinanzieren muss, ist das ja auch alles in Ordnung. Also wir müssen da schon, und das finde ich tatsächlich ein politisches Imperativ, diese vollständig sozusagen verkrusteten Institutionen, die Bismarck, was jetzt, wenn sie jetzt da auf Wohlfahrtsstaat gegangen ist, dass man die endlich mal auflöst und von so etwas, wir haben ein längeres Leben, wir haben ein längeres Leben in Gesundheit und trotzdem pferchen wir uns ein und müssen alles hoppla die hopp und jetzt auch noch Karriere schneiden. Ich finde, dieses Bild muss als solches überprüft werden. Das Zweite ist, mit dieser Bildung auf die Ökonomie geschnitten. Für mich ist Bildung immer noch ein individuelles Versprechen. Ja, ich wünsche mir, dass die Bildungsarmut, die in Deutschland nach wie vor hoch ausgeprägt ist, endlich mal reduziert wird. Und da haben wir so verdammt viel zu tun, dass wir uns bestens jetzt mal anstrengen. Und das ist nicht nur eine Arbeitsmarktkomponente, die da drauf ist.
mein weiterer Punkt ist das mit diesem Zustellwesen und mit den Pflegediensten. Man kann Zustellwesen und Pflegedienste nicht in einen Topf schmeißen. Zustellwesen werden bald durch Drohnen und so weiter und so fort vollautomatisiert. Das ist eine Frage von Zeit. Wenn Sie in einige dieser Automobilfirmen da reingehen, dann sehen Sie, was da jetzt los ist und wie die da die Versand und so weiter ketten. Das mit diesen persönlichen Pflegediensten, die ich mir gerade näher angeschaut habe, das ist ein riesiges Problem. Weil die Leute, die alten Leute dann eher sagen, ich möchte lieber das kleine Äffchen, welches mich pflegt, als den Pflegeroboter. Die haben eine andere Haut und so weiter und so fort. Da kann ich nicht, und da sind wir dann bei diesem Social Bonding. Und die Einkommen, die ich da habe, die sind wirklich eine Katastrophe und da müssen wir sofort dran gehen. Vollständig dabei. So, und jetzt komme ich nach diesen kleinen Einwürfen auf diese wohlfahrtsstaatliche Absicherung, die natürlich einen Unterschied macht. Wir haben im Jahr 2014 hatten wir ungefähr 6 Millionen Personen, die aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen rausgegangen sind. Wir hatten 6,4 Millionen Personen, die in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse reingegangen sind. Dieses ist sozusagen schon so etwas wie so ein skandinavisches Modell, welche aber in diesen Ländern sozusagen eine Routine ist, weil diese Gesellschaften von vornherein in sich offener waren und nicht dieses Modell, dieses einmal für immer pflegten. Und natürlich geht mit Aufstiegen und Abstiege einher. Es können nicht alle Leute immer aufsteigen. Natürlich gehen Abstiege. Und dann muss halt die Frage gestellt werden, und da sind wir dann bei der Politik, wie sichern wir diese Abstiege so ab, dass sie a, nicht weitere Aufstiege später verunmöglichen und dass sie nicht in ein materielles, sozusagen Megaproblem gehen für sich selbst, für die Kinder, für diese ganze Familie. Und hier müssen wir dran arbeiten, auf alle Fälle. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal eine kurze Runde mit dem Auditorium einbauen. Wir haben so noch 20 Minuten oder so, also paar Wortmeldungen. Halten Sie sich bitte kurz, stellen Sie sich kurz vor. Ich habe jetzt zwei gesehen. Ja. Holm Friebe, Frage an Heinz Bude. Wenn ich das richtig verstanden habe, Herkunft schützt vor Angst nicht, weil sie eben keine Sicherheit mehr stiftet, sondern es muss alles durchs Nadelöhr der Karriere. Und da kann vieles schiefgehen. Das heißt ja, für mich uminterpretiert, dass es eine neue Form von Meritokratie gibt. Diesen Begriff würde ich gerne Ihnen mal an den Kopf werfen, die eben dadurch getwistet ist, dass Bildung alleine auch Meritokratie, meritokratischen Aufstieg nicht mehr begründet, sondern man muss eigentlich der bessere Zocker sein oder beim Zocken Glück haben. Nun hat Piketty ja gerade gezeigt, dass es mit der Meritokratie nicht so weit her ist. Und vor allem Dinge hat das auch schon angesprochen, die soziale Mobilität. Wie verhalten Sie sich zu diesem Begriff? Vielen Dank, wir sammeln ein bisschen. Genau. Guten Abend, mein Name ist Anna Biermann, ich bin vom Verein Deutscher Ingenieure. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor Berlin, muss ich sagen, weil uns werden jetzt alle jungen Menschen verlassen. Wir werden nur noch die Ängstlichen haben, die demnächst alle bei Dussmann arbeiten, bei Frau Dussmann, die ja im Dienstleistungssektor hier die prekäre Beschäftigung vorantreibt. Und genau, und sonst gehen wir nach Ingolstadt, weil wir da ganz gut verdienen können. Ist zwar irgendwie total öde da, aber wie treiben Sie jetzt die Angstgesellschaft hier? Also was würden Sie Herrn Müller sagen, was er in 2030 müssen wir dann gar keine Wohnungen mehr bauen, weil gar keiner mehr da ist oder nur noch die Ängstlichen? Okay, der Herr vor Ihnen, genau. Guten Abend. Mein Name ist Kerim El-Assadi. Ich komme aus dem Irak, aber habe hier studiert und lebe seit mehr als 20 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Den Titel oder der Titel Gesellschaft der Angst geht mich wirklich an. Und ich habe auch eine Bemerkung über das, was Herr Bode erwähnt hat. Es ist ein sehr interessantes Thema. Das ist die Beziehung zwischen Herkunft im allgemeinen Sinne und
nicht nur Berufschancen, sondern Karriere überhaupt. Ich versuche eigentlich in einer kleinen Bemerkung beide zusammenzubinden. Und dann stelle ich das als Frage, was Sie davon halten. Aber jetzt bitte kein Co-Referat. Nein. Ja? Also kommen Sie. Okay. Nein, ich komme gleich. Ich denke, der Ausdruck Elite in der Universität ist sprachlich und ethisch grundsätzlich falsch. Elite ist nicht die Kinder der Elite. Elite eigentlich im Universitätsbereich, im Kulturbereich, diejenigen, die brillant sind, kreativ sind und Talente haben. Abgesehen davon, aus welchem wirtschaftlichen Standard oder Niveau kommen sie? Wenn wir das sperren und keine Möglichkeit geben, weitere Kreativität auszuüben und ihre Bahn beenden, weil sie aus einem Land oder aus einem wirtschaftlichen Niveau oder aus einem schwachen Elternhaus kommen, dann sperren wir eigentlich der Gesellschaft große Gelegenheit, ein großartiges Potenzial zu nutzen und sich weiterentwickeln. Und deswegen denke ich, das ist Grundlage falsch. Die Parteien, die dafür nicht achten, das ist auch die Beziehung mit Politik, denke ich, sind die Grüne und Linke geflogen von SPD. Sie achten nicht dafür. Aber FDP und ein großer Teil von CDU gehen von Anfang an mit also gleicher Bewertung. Kommen Sie mal bitte zu Ihrer Frage. Die Frage eigentlich, ob diese Situation, die grundsätzlich falsch ist, in der Zukunft zu verändern ist und welche Rolle können die Intellektuellen und die Professoren der Universität dabei spielen können. Danke. Gut, vielen Dank. Die Dame hier und dann komme ich nach vorne. Ja, danke schön. Mein Name ist Gisela Molitor. Ich stehe hier nicht für eine Institution, sondern rein privat. Ich habe heute Morgen in den Zeitungen gelesen, gestern auch schon im Fernsehen oder in den Nachrichten gehört, dass der Konsum von Psychopharmaka nach einer Studie einer großen Krankenkasse enorm gestiegen ist. Mir schien das, als ich hier auf dem Weg zu dieser Veranstaltung war und so ein bisschen mich geistig auf das Thema eingestellt habe, mir schien das eher ein Beleg zu sein für Ihre Thesen, Herr Bude. Haben Sie da entsprechende Kenntnisse über diesen Bereich? Mir war dann auch noch ein Punkt wichtig, den ich da in diesem Zusammenhang gehört habe. Da wurden nämlich einige befragt, warum sie das nehmen. Und da wurde nämlich auch gesagt, eben um die Anforderungen im Beruf zu halten oder auch aus Gründen der Überforderung, die sie fühlen. Also okay. Ich finde, das ist ein Punkt, der in dem Zusammenhang doch noch wichtig wäre. Vielen Dank. Wir hatten jetzt noch eine Wortmeldung so aus der Mitte. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Rombach. Ich bin Hauptschulabsolvent und inzwischen Politikstudent. ich finde diese Bemerkung nämlich ganz wichtig, weil ich versuche, gerade Ihre beiden Positionen auch nochmal zu verbinden. Nämlich, ich glaube, ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark von Angst geprägt ist. Nämlich diese Angst, nicht dieser Norm, diesem Ideal einer Leistungsgesellschaft zu entsprechen. Und deshalb auch aus diesem Ideal heraus immer wieder darauf arbeitet, dieses Ideal auch zu erreichen. Und gerade aus persönlicher Geschichte heraus weiß ich ganz gut, dass ich genau mit dieser Option Hauptschulabschluss in dieser Gesellschaft längst nicht an diesem Punkt gewesen wäre, mich auch so weit ausleben zu können, wie ich das aktuell tue als Student. Und da ist es nämlich der Faktor Angst, der natürlich sehr viel beflügelt in einer Leistungsgesellschaft, genau einem Ideal nachzueifern, das allen möglichen Menschen natürlich Versprechungen voranschreibt und die Frage des Glücks
dabei immer dieses Ideal ist. Und da ist doch eher die Frage, wie ist denn das Unglück definiert und wie gehen wir eigentlich mit Unglück in einer Gesellschaft um, nicht eben dem Ideal zu entsprechen. Vielen Dank. Jetzt hier vor. Moment, es kommt noch das Mikrofon. Augenblick. Ja, mein Name ist Frank Wende. Ich habe sehr viel Angst, wenn die Schere in der Bundesrepublik zwischen Arm und Reich noch größer wird. Und es gibt kaum noch eine Mittelschicht, wo der Staat viel zu wenig tut. Man sollte doch nach Möglichkeit sehen, dass das soziale Gefüge verkleinert wird, also arm und reich, dass es keine große Schere mehr gibt. Zweitens habe ich eine große Angst, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, wenn die hier alle herkommen, die Syrer, die wegen des Glaubens, wegen des Islams verfolgt werden und hier nach Deutschland kommen. Aber ich habe große Angst vor den Schlagwörtern Inisa und Pegida. Da komme ich stark ins Grübeln. Vielen Dank. Gehen wir mal zurück auf das Podium. Wer will beginnen? Frau Almendinger? Gut. Also, ein Wort zu Berlin doch, damit ich es nicht vergesse. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie die Milieus der Verbitterung in dieser Stadt kennen, die immer weiter sich ausbreiten, meiner Wahrnehmung nach. Und das sind Verbitterungen, die über bestimmte Arten von Lebensbilanzierung entstehen. Und das ist nicht nur eine Welt des fröhlichen Wählens hier in Berlin. Das ist ein völliges Missverständnis für die innere Verfassung dieser Stadt. Und ich kenne die Stadt seit langer Zeit beobachte ich diese Stadt. Und bitte nehmen Sie das ernst. Und denken Sie nicht, das könnten Sie abservieren, ich meine Sie nicht persönlich, Entschuldigung, durch irgendwelche Arten von politischen Programmatiken. Es gibt eine bestimmte Sorte von Milieus, die sozusagen atmosphärisch für die Stadt eine gewisse Bedeutung haben, bei denen ich diese, ich nenne das in dem Buch postkompetitive Verbitterungsstörung, mal ein bisschen sowas umzusagen, dass dann diese Logik, also in diesen Ausscheidungswettbewerben sich mit den dritten und vierten Plätzen begnügen zu müssen und zu merken, ab einer bestimmten Position im Lebenslauf mit 35, 40, irgendwie habe ich falsche Wahlen getroffen und ich sehe Leute, die vergleichbar mit mir waren, von der Herkunft und vom Bildungsabschluss, die haben es irgendwie geschickter gemacht. Das ist nicht ganz einfach auszuhalten. Dieses Milieu wird ja deshalb angetrieben, weil die Stadt immer noch sehr, sehr billig ist als Großstadt. Das müssen wir einfach in Ruhe sehen. Bitte? Na, Berlin hat eine gewisse durch die günstigen Sie können hier relativ günstig nach wie vor leben in der Stadt, wird ein bestimmtes, wenn Sie so wollen, Selbstverwirklichungsmilieu, aus dem ich ja selber stamme. Ich kenne nur zu viele aus diesem Milieu, wo ich weiß, da gibt es diese Logik einer merkwürdigen, um nicht zu sagen, für mich schwierig zu konstatierenden Verbitterung. Jetzt komme ich aber der wesentliche Punkt, der viele Fragen betrifft, den hat Ralf Füchs aufgeworfen. Eigentlich ging es mir in dem Buch um die offene Kategorie der Kollektivität. Ich wollte eigentlich ein Buch, deshalb sagte ich es ein Buch jenseits des Neoliberalismus, ein Buch darüber schreiben, dass eine klare, unmissverständliche Situationsanalyse hin auf die Frage des Kollektiven bietet. Als die offene Frage für moderne Gesellschaft und vor allen Dingen für die Gegenwartsgesellschaft der Bundesrepublik. Was heißt es eigentlich unter den Bedingungen, die ich mit Jutta Almendinger positiv herausstellen würde? Was heißt es eigentlich unter diesen Bedingungen, eine Logik von Kollektivität jedenfalls kognitiv zu erfinden, die in sich die Möglichkeit bietet,
was Jutta Almendinger gesagt hat, würdevolle Verliererabfindung. Wie geht das anders als in Kategorien von Kollektivität? Würdevoller Umgang, ich bin jetzt mal ein bisschen pathetisch, mit dem Umgehen von mit dem Entstehen von Lebenslagen in unserer Gesellschaft, denen durch herablassendes Mitleid überhaupt nicht geholfen ist. Was heißt es eigentlich, und das ist der wesentliche Punkt, dann eine Politik zu konzeptualisieren, das setzt auf einen erfahrungshaltigen Begriff von, Kollektivität und nicht nur sagt, die Probleme sind zu lösen durch bessere Ressourcenausstattung für den Einzelnen. Das ist der wesentliche Punkt. Weil die bessere Ressourcenausstattung für den Einzelnen unweigerlich in die Problematik der Angst hineinläuft, die ich versucht habe zu schildern. Darum ging es mir eigentlich. Und ich wollte das nicht plakativ jetzt so hin erzählen, sondern versuchen in der Analyse, sozusagen derjenige, der das Buch, das ist ja nur schnell zu lesen, können Sie auf einer langen Bahnfahrt lesen, so ist es ja auch geschrieben. Ehrlich? Okay, gut, na gut. Ich dachte, ich könnte mal so, kommt doch, ja gut. Dass man sozusagen drauf kommt und sagt, ja, es wird auch so ein bisschen theologisch am Ende, ja. Ja, gut. Ja, ja, ja. Und diese Frage, sozusagen, die Frage, die offen ist, welcher Begriff, und deshalb Theologie, ist, am Ende steht ein protestantischer Theologe, Paul Tillich, der im Kern gesagt hat, das Problem hat anthropologische Tiefendimensionen, das Problem der Angst. Es gibt soziale Situationen, die machen es dramatischer. Es ist nicht wegzukriegen. Das eigentliche Problem für eine Gesellschaft, könnte man mit Paul Tillich sagen, ist die Angst vor der Angst. Und die Angst vor der Angst zu binden, das ist auch Tillich, ist nur durch die Wiedergewinnung eines tragfähigen Begriffs von Kollektivität, für den es in der europäischen Tradition einen ganz alten Begriff gibt. Das ist der Begriff der Solidarität. Also die erste Frage hätte ich genauso nachgestellt, wie Sie sich auch nachgestellt haben. Inwieweit diese Gentrifizierung und die soziale Ungleichheit innerhalb der Stadt in Berlin stärker ausgeprägt ist als in anderen Städten. Und da würde ich ein Fragezeichen machen. Können wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber die Untersuchungen, die ich kenne, ist, dass Berlin da nicht einzigartig ist. Das zweite Ihre Frage mit der Elite. Natürlich sind diese Elite-Universitäten genau das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen, dass man formal gleiche Güter, nämlich einen Hochschulabschluss, tatsächlich jetzt distinguiert. Ein Hochschulabschluss an der Elite-Universität ist Mehrwert, führt zu anderen dann Karriereoptionen als ein anderer. So. Und ich glaube, als Hochschullehrerin kann ich, die ich jetzt gleich an zwei Elite-Universitäten lehre, an der Freien Universität und an der Humboldt, dem nur so entgegnen, dass ich zumindest innerhalb der Studierendenschaft versuche, so wenig Unterschiede wie möglich reinzubekommen und so offen zu sein. Und das sind ja sehr internationale Studierende mit sehr unterschiedlichen auch Deutsch- oder Englischkenntnissen. Und das ist schon etwas, wo wir tagtäglich üben müssen. Das merke ich auch an mir selbst durchaus, dass man es nicht als selbstverständlich erachtet, dass diese Sprache so da ist, dass das Wissen, welches in anderen Ländern generiert wurde, einfach auf das deutsche kanonische Wissen oder das, was curricular zu vermitteln ist, zu übertragen ist. Und das gilt aber, was Sie sagt, meines Erachtens bei weitem nicht nur für Elite-Universitäten. Das ist ein insgesamtes Problem, dass wir nach wie vor viel zu abgeschottet sind und viel zu sehr unter uns bleiben wollen im Allgemeinen. Die Frage mit Angst und Psychopharmaka, ich weiß nicht, ob das jetzt eindimensional auf Angst zurückzuführen ist. Ich stelle fest, bei den Untersuchungen, die wir machen, weil wir ja mittlerweile auch sehen, dass diese ganzen Frühverrentungen hauptsächlich durch diese Überbelastungen und nicht nur durch körperliche Einschränkungen zustande kommen, sondern es sind psychische Probleme.
dass das hauptsächlich an diesen massiven, mehr als Vollzeittätigkeiten, die oft dann auch noch in Schicht und dann oft auch noch in Abwechslung mit der Partnerin, mit Kindern und so weiter und so fort durchgeführt werden. Das ist eine Überforderung. Deshalb müssen wir wirklich, und jetzt wiederhole ich mich, an andere Lebensverlaufskonzepte gehen, die diese einzelnen Stränge voneinander verzerren, entzerren. Und nicht auch noch innerhalb von einem Bereich von 10 Jahren alles aufeinander stapeln. Ich glaube, da würde man auch weit kommen. Und man muss meines Erachtens auch überdenken, ob diese so hochgepriesene Flexibilität, die wir alle wollen, tatsächlich das Richtige ist, weil sie, wenn wir dann zu Hause mehr arbeiten, zu Hause zu diesen Abwehrkämpfen führen, sodass wir mittlerweile Literatur kennen, die sagt, im Büro kann ich wenigstens die Türe hinter mir zumachen und bin nicht dieses Multitasking-Monstrum, welches ich als Frau gar nie war. Also da, ich glaube, da gehen ganz viele Dinge rein und mich hätte jetzt die Antwort auch drauf interessiert und Angst ist vielleicht ein Bestandteil, aber ich glaube, viele tatsächlich auch zu ändernden, hausgemachten Bewegungen, die wir sehen, sind weitere. Angst und Glück, das fand ich eine super Frage. Also insbesondere deswegen, weil man ja diese Glückmomente, können Sie nicht das nächste Buch schreiben, Gesellschaft des Glücks? Weil es ist schon interessant, in welchen Settings man noch Glücksgefühle hat und also sozusagen. Das haben wir schon gelöst, dann müssen wir auf das nächste Buch warten. Dann mit der sozialen Ungleichheit, da denke ich, dass wir viel entschlossener als, und das geht auf diese Piketty-Frage da zurück, weil wir das war ja ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben ja, wenn wir über Bildungsvererbung und soziale Vererbung von Bildung sprechen und dann von der Lockerung von Herkunft und dem, was man selbst an Chancen hat, da spielt natürlich diese Vererbung und das ist ja das Hauptmoment von Piketty und die Besteuerung von Kapital versus die Versteuerung von Einkommen und so weiter fort eine Hauptrolle. Das ist natürlich ein unglaublich statuskonservierendes Element, welches in Ihre Frage sehr stark reinspielt, warum auch diese soziale Ungleichheit immer größer wird. Die wird auch deswegen immer größer, aber nicht nur, sondern auch. Sie wird auch deswegen immer größer, weil eigene Tätigkeitsbereiche systematisch über die Zeit höher entlohnt werden versus andere, die stabil bleiben bzw. ihre positionale Einkommenshöhe verlieren. Und da kann ich nur noch mal sagen, dass das bei insbesondere bei Pflegeberufen der Fall ist. Und insbesondere, und diese Berufe haben ja auch ein Geschlecht, insbesondere bei weiblichen Berufen, ist etwas, was man eigentlich nicht länger hinnehmen sollte und wo meines Erachtens auch viel zu wenig politischer Protest kommt. Vielen Dank. Ich habe jetzt doch noch zwei harmlose Fragen an Sie, Herr Budde, für, sagen wir mal, Ende. Ein Stichwort ist schon gefallen. Ich würde interessieren, Sie haben ja auch eine sehr interessante Rede dazu in Dresden gehalten. Wie viel Verständnis haben Sie für Pegida? Weil das ist ja ein Phänomen, das vieles von dem aufnimmt oder in dem sich vieles spiegelt, von dem Sie sprechen. Ängste, ich will das jetzt gar nicht alles sagen, aufzählen, wovor. Und ganz wichtig, Gemeinschaft. Dass wir, bis hin zu dem Versuch, dieses Wir sind das Volk, sich wieder auf die Fahnen zu schreiben, was viele ja als eine Usurpation und Provokation empfunden haben. Aber es ist ganz klar, es geht um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft gegen, oder als Rückversicherung gegen vieles von dem, was Sie hier beschrieben haben, von der globalisierten Konkurrenz, Einwanderung, Individualisierung, Abstiegsängste und so weiter. Also bitte, wie viel Verständnis und wie interpretieren Sie, also wie sollte man damit umgehen? Und das Zweite, Sie schreiben irgendwo ein Satz, bei dem ich richtig ins Grübeln gekommen bin, vornehmste Aufgabe staatlicher Politik ist es, den Bürgern die Angst zu nehmen. Das knüpft an das Roosevelt-Zitat, das Sie sagen, aufgreifen, Roosevelt 1933 in seiner Inaugurationsadresse, wo er sagt, wir haben nichts zu fürchten als die Angst selbst.
Ich meine, das ist jetzt wirklich ein kühner Anspruch, zu sagen, Politik hat den Bürgern die Angst zu nehmen. Und dann kommt dann aber nichts mehr, sozusagen in dem, worin diese Politik eigentlich bestehen sollte. Zu Pegida habe ich mit einem Kollegen zusammen von 2011 eine interessante Datenlage. Wir hatten uns nach der Rede von Wulff gefragt, wem schmeckt der Satz eigentlich nicht, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und wir sind auf drei interessante Gruppen gekommen bei einer repräsentativen Umfrage. Die erste Gruppe ist merkwürdig. Das sind Leute, die relativ gut positioniert sind, mittelgebildet, aber sich eigentlich nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen wollen durch irgendetwas. Wenn sie so wollen, das sind die Selbstgerechten. Und dann haben wir eine Gruppe gefunden, die sagen, okay, was wollen die hier eigentlich? Das sind eher weniger gut gebildete, eher Leute, die nicht so sehr gut verdienen. Und die sagen, auch relativ erwartbar, das ist ein unmittelbares eine Konkurrenzpopulation für uns. Dienstleistungsproletariat hatte ich schon angedeutet. Ist auch einigermaßen verständlich. Jetzt haben wir die dritte Gruppe, die ist eigentümlich. Und das ist eine Gruppe von Leuten, die glauben, sie gehören im Prinzip zu denjenigen, die in den letzten 25 Jahren ganz gut weggekommen sind. Und sie haben hohe Kompetenzüberzeugungen von dem, was sie leisten können. Aber sind der Meinung, sie hätten noch viel mehr bringen können. Sie haben die tiefe Überzeugung, man hat mich ja nicht gelassen. Das heißt, sie haben die Erfahrung, dass sie gesellschaftlich auf gesellschaftliche Bedingungen gestoßen sind, die sie nicht kontrollieren konnten, die ihnen nicht ermöglicht haben, die Kompetenzen zu zeigen, von denen sie die haben, von denen sie sehr überzeugt sind, dass sie das haben. Das sind Leute, die Weltreisen gemacht haben und so weiter. Haben gesagt, nee, also sie haben nichts gegen Leute, die in unser Land kommen. Aber beim Islam ist Schluss. Ich habe das versucht, ein bisschen im Theater in Dresden, Sie haben darauf angesprochen, das ein bisschen zu interpretieren für Ostdeutsche. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen aus Ostdeutschland kommt. Wenn Sie das wissen, wenn Sie irgendwann aus Ostdeutschland kommen, merken Sie, bei mir riechen Sie in einer halben Sekunde, dass ich ein Westdeutscher bin. Ne? Und das ist nicht so ganz einfach. Ich habe das verflucht, als ich nach Dresden fuhr am Morgen und gedacht, oh Scheiße, warum hast du das überhaupt zugesagt, im Osten dann um Pegida zu erklären. Und ich habe das auch in freier Rede getan, weil ich dachte, ich muss auf die Situation reagieren, muss gucken, dass da, wenn da was passiert, da muss ich flexibel darauf reagieren. Das ist ganz gut gegangen. Warum? Weil ich im Grunde gesagt habe, das ist eine Bilanz bestimmter ostdeutscher Lebensläufe von Leuten, die die Industrialisierungserfahrung gemacht haben, mehr hätten leisten können und das Gefühl haben, man hat mich ja nicht gelassen. Das ist, ich hatte die Metapher eben schon angedeutet, das ist ein Milieu der Verbitterung, dass wir gerade in Ostdeutschland relativ stark identifizieren können. Das haben wir in anderen Untersuchungen auch tun können. Ich habe selber auch eine große Studie über 3 Jahre über eine mittlere Stadt in Ostdeutschland gemacht, über Wittenberge, wo wir auch eine ähnliche Diagnose schon machen konnten. So, und meine Antwort war, es gibt, ganz ähnlich wie jetzt, es gibt nur eine Chance, da rauszukommen, nämlich die Wiedergewinnung eines Begriffs von Gemeinsamen oder von Solidarität. Ich habe aber gleich dazu gesagt, dass Solidarität ein wahnsinnig gefährlicher Begriff ist, weil Solidarität immer zu exklusiver Solidarität neigt. Das heißt, es ist immer das Wir, das sich dadurch stabilisiert, dass es sich einem Ihr gegenüberstellt. Dann ist es für die innen drin schon eine Solidarität, aber sozusagen nicht für die da sozusagen vor der Tür steht. Ich kenne ein paar Untersuchungen von Klaus Dörre, der genau diese Logik bei VW-Arbeitern identifiziert hat. Unser Betrieb ist prima, aber da draußen ist der mörderische Kapitalismus. Der mörderische Kapitalismus. Und wir können nichts anderes machen, als noch 400 Millionen Autos verkaufen. Und gucken, dass das noch funktioniert, sonst gehen wir unter. Dieses latente Untergangsgefühl.
Das Problem ist, und das ist sozusagen die politische Aussage, die mir wichtig ist, es braucht einen Diskurs über Solidarität, der diese Doppelseitigkeit der Solidarität mit bedenkt. Dass es eine gefährliche Angelegenheit ist, aber das Einzige ist, was uns bleibt. Und da war der Punkt zu Roosevelt. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin schwer, schwer beeindruckt von Roosevelt. Das ist ein Mann, der nicht selber gehen konnte, der an Kinderlähmung gelitten hat, der wahnsinnige Sätze in der Kampagne auf 1933 hin gesagt hat, zum Beispiel so einen Satz: Ich habe in die Augen der normalen Amerikaner geguckt und habe den Ausdruck von verlorenen Kindern gesehen. Und dieser Mann, in der Hochphase der Depression, der großen Depression in den USA. Und dieser Mann hat die Kraft, in seiner Kampagne den Begriff der Angst ins Zentrum seiner Kampagne zu stellen. Nebenbemerkung: Ich bin ein großer Bewunderer von Angela Merkel. Entschuldigung, ist nun mal so. Sie würde aber nie den Begriff Angst in den Mund nehmen. Warum? Weil sie weiß, wenn sie über Angst redet, macht sie die Tür auf für die Demagogen. Also lässt sie das lieber. Ähnliches Problem. Ich glaube allerdings, wir sind mittlerweile in Deutschland in einer Verfassung, auch im Blick auf die deutsche Verantwortung für Europa, wo wir einen politischen Diskurs der Angst im Blick auf Solidarität brauchen. Dazu braucht es aber, darüber mache ich mir keine Illusionen, ein Personal, das die Kraft dazu hat. Ein alter Begriff, Virtu, wenn Sie mal so ein bisschen abendländische Philosophie, Machiavelli und so weiter, Virtu ist wichtig. Sie brauchen Kraft dazu. Und Sie brauchen die Kraft und die Sicherheit eines inneren sozialmoralischen Modells. Denn was bringt uns dazu, irgendjemand zu wählen? Doch nicht, weil er meine Interessen vertritt, sondern weil ich eine altersmoralische Korrespondenz fühle. Und die Herstellung von altersmoralischen Korrespondenzen ist, glaube ich, in Gesellschaften unserer Art nur durch solche existenzielle Motivthemen möglich, die in der Lage sind, die Befindlichkeit der Leute aufzunehmen und zu lenken auf eine politische Frage, die heißt, wie wollen wir eigentlich leben? Das hat Jutta Eimendinger eben auch angedeutet. Was halten wir für erträglich für unsere Gesellschaft? Und die Erträglichkeitsfrage ist die Frage meines eigenen Selbstverständnisses. Das ist sozusagen die Logik von moderner Politik. In Kategorien der Angst die Frage der Solidarität aufzubringen und das an die altersmoralische Konfiguration des eigenen Selbstverständnisses zu binden. Ich weiß, dass das ein großes Programm ist. Wenn Sie mich ernst fragen, und Ralf Füchs fragt mich ernst, ich sehe im Blick gerade auf die Lage in Europa gar keine Alternative für Deutschland aus. Denn wenn für Europa irgendetwas für die nächsten 30 Jahre im guten Sinne entschieden wird, wird es hier entschieden. Und wenn es für Europa in den 30 Jahren gut gedacht wird, dann wird es hier gedacht. Und wenn es etwas gewagt wird für Europa für die nächsten 30 Jahre, dann wird es hier gewagt. Und deshalb ist die Lage wirklich ernst. Walmendinger, letztes Wort. Das war ja jetzt so ein Schlusssatz, da kann ich doch eigentlich also gar nichts. Also ich kann im Ich mache jetzt Mini-Bemerkungen, sodass jetzt ich habe diese Rede sehr aufmerksam gelesen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das frei gesprochen, dann muss ich sagen, dann steigt ja meine Bewunderung noch mehr. Ich könnte nie so druckreif frei sprechen. Was mich da schon interessiert hat, ist, dass mein Angstbegriff immer verbunden ist mit etwas, was eher lähmend wirkt. Ich habe Angst, ich ziehe mich zurück und tue eigentlich nichts. Es lähmt mich.
die Leute bei Pegida gehen aber auf die Straße und überwinden in einer gewissen Weise ihre Angst. Da habe ich in Ihrer Rede nichts gelesen dazu. Das würde mich interessieren, das machen wir nachher beim Wein. Das Zweite mit der exklusiven Solidarität weiß ich nicht. Wir machen am WZB im Moment eine große Studie, wo wir sehen, dass gerade die sehr, sehr reichen Wohlfahrtsstaaten, die eigentlich, wenn sie Flüchtlinge reinlassen, wenn sie Personen aus anderen Ländern reinlassen und ihnen diese sozialen Möglichkeiten geben, die Transferzahlungen und so weiter und so fort ermöglichen, am meisten verlieren könnten. Und wo man doch dächte, dass die Leute in diesen Wohlfahrtsstaaten, in diesen reichen Wohlfahrtsstaaten am meisten protestieren würden gegen ein soziales Europa, dass diejenigen, die offensten sind, diejenigen, die am wenigsten Probleme haben. Und von daher würde ich diese, nein, das sind wir nicht. Das sind immer noch skandinavische Länder. Aber ja, da haben sie eine ganz andere Replacement Rate und so weiter und so fort. Und von daher wäre ich mit diesem Begriff der... Nein, aber sie haben, also das kann ich Ihnen zeigen. Also ich rede auch nicht von Dänemark im Moment. Ich rede von Finnland, ich rede von, ich rede von einzelnen Ländern innerhalb von Skandinavien. Jedenfalls Solidarität gleich mit exklusiver Solidarität einherzubringen, das finde ich wichtig, daran zu denken, aber man kann es, glaube ich, eins zu eins nicht machen. Und mit dieser Frage Angst und wie schafft die Politik Angst zu nehmen, da habe ich genauso gegrübelt wie Sie, Herr Füchs, weil ich dachte, meine Angst will ich doch behalten. Ja. Ja, weil die Formulierung klingt so ein bisschen nach dem paternalistischen Staat, der sagen, für das Glück seiner Bürger zuständig ist, gegenüber dem ermöglichenden sozusagen Staat. Aber das führt uns in eine nächste Debatte, die wir sicher bei einer anderen Gelegenheit auch führen werden. Ich fand Ihr Schlussplädoyer nochmal sehr schön mit der europäischen Dimension, weil ich glaube, das ist heute vielleicht die brisanteste Solidaritätsfrage, die sich stellt, dass es eben nicht einfach nur eine innergesellschaftliche, sondern das ist genau die Frage, ob wir das historische Bewusstsein haben und die Souveränität zu sagen, es geht hier nicht darum, ob die Griechen und die anderen ein Anrecht haben, sondern es geht darum, dass das eine Situation ist, in der wir in Europa zusammenstehen müssen, wenn wir eine gemeinsame Zukunft haben wollen. So, das wäre ein positiver Begriff von Solidarität, die eben nicht Selbstlosigkeit ist, sondern das aufgeklärte Eigeninteresse mit einschließt. Mir fällt noch ein zweites Beispiel, sehr aktuelles, ein für die Diskussion, die wir heute Abend führen. Ich bin mir nicht so sicher, wie weit diese Kategorie der Angst tatsächlich produktiv gewendet werden kann, weil politisch erleben wir das immer wieder so, dass Angst eigentlich regressiv macht. Ja, dass Angst eng macht, dass Angst autoritär macht, dass Angst eher egoistisch sagen macht. Und wir haben gerade in Israel gesehen, wie ein Wahlkampf der Angst sozusagen gegen einen Wahlkampf der Hoffnung letztlich sich durchgesetzt hat. Ich finde, die entscheidende Frage ist, wie es gelingen kann, Angst in Zuversicht zu verwandeln. Ja, das wäre vielleicht ein Thema für die nächste Debatte. Vielen Dank. Applaus